Dunkle Grüße, würde ich sagen. Yeah, wir sind hier bei Anno 1800. Ich muss eben eine Allianz aufkündigen. Stadt ist attraktiver geworden. Ja, das soll sie auch bleiben. Deshalb Allianz aufkündigen. Mom ist immer bei mir, wenn du es schon nicht bist. Ja, deine Mutter kann mich auch mal, wie alles andere. So, das Gröbste haben wir jetzt geregelt. Das ist schön. Ich denke mal, schlimme Dinge passieren erstmal nicht mehr. Die Zweifel. Ich muss einfach nur so eine Allianz vermeiden. Ist doch effizient ohne Allianz. Braucht doch eh keiner. So, Arbeitszimmer. Ja, Beute. Oh. Generelle Beute? Ja, Beute. Coolio, nehme ich mit. Sehr schön. Ich habe wieder einen Lauf jetzt. So, diesmal hoffentlich wirklich einen Lauf. Versammlungssaal, komm. Mist, wie ein Vertrag. Ich habe es über den Infinity-Vertrag spielst du beim zweiten Mal, aber ich habe wieder keinen Bonus. Also das erste Mal war das Beste gewesen, tatsächlich. Aber es war auch schon mal schlechter. So, Piratenjagd. Abtreiben will man nicht. Das ist nicht in Ordnung. Ich bin... Guck mal. Ich glaube, es hat sich jetzt schneller erledigt. Ja, schön. Dann machen wir mal weiter damit. Ach, ist das nicht ein tolles Spiel, Anno? Das Beste, was ich jemals gespielt habe. Ohne... Fast hätte ich gelächelt. Habe ich nie gemacht. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Der stellt mir eine Behauptung auf hier. Unglaublich. Ah, so, ich wollte irgendwas gucken, bevor ich hier fieserweise aus meinem ganzen Rhythmus rausgezogen wurde. Hier, das will ich auch noch machen, auf jeden Fall. Zack. Beendet. Was ist da los? Ist gerade eine Party? Achso, ja. Hier ist schon wieder ein Bierfest. Ja, diese Bierfeste überall, was ist denn los? Nur um saufen, meine Bevölkerung. Da muss ich mal einschreiten. Ich weiß noch nicht wie, aber ich mach's irgendwie. Ich sag euch das, das kommt noch, auf jeden Fall. Habe ich eigentlich inzwischen das, was ich haben wollte? Moment. Was wollte ich überhaupt haben, ist die Frage. Na, die Hüte, glaube ich, wollte ich... Guck mal hier, da brauche ich noch Filz. Warte, nee, nicht Hüte. Pelzmäntel. Kleine Fische müssen darauf achten, da, doch, ich hab mit ich. Wem sie schwimmen. Und ich habe aber auch das hier, genau. Also kann ich ja jetzt inzwischen das hier bauen. Das habe ich nämlich nur noch nicht auf der Insel. Und das war ja ein Hauptbestreben meinerseits. Ich bin nicht Dingens. Sicher, ob diese ja, alles gut. Sie haben recht. Gehen wir noch einmal in uns. Wo baue ich am besten hin? Guck mal, hier ist nichts los. Mal dahin backen. Man könnte meinen, du wärst. Muss ja eh alles aus dem Konto rausholen, beziehungsweise mal aus dem Marktplatz, dann passt das schon. Ich kann jetzt nur hoffen, dass ich auch genug Schiffe habe, um das hier einigermaßen. Weil es echt lange dauert, bis die Lieferung ankommt. Da müssen wir mal sehen, ob das so hinhaut. Aber ich glaube, ich werde bestimmt noch ein zweites Schiff losschicken müssen, letztendlich, um das mitzumachen. Wobei dann wiederum natürlich das Ding ist, wahrscheinlich schwierig zu timen. Dass die Schiffe so einigermaßen gleichzeitig, also einer hier losfährt und einer in der neuen Welt losfährt. Apropos, da kommt gerade eins. Alles bereit. Jene welche. 8 Stück nur? Oh. Das ist nicht so doll. Also brauche ich auch nur ein Schiff. Moment. Ich hatte bereits was Neues gebaut, um mehr zu kriegen, oder nicht? Ah, runter. 6 Stück nur? Wie viel ist hier drauf? 1 Million? Ja, fast. Ich brauche hier alles für die Hüte, ne? Bei den Leuten. Obrero, jawohl, beides brauche ich dafür. Also einer pro das. Und ich habe ja davon. Den habe ich jetzt 2 gebaut drüben, ne? Dann kann ich wohl noch eine mehr gebrauchen, tatsächlich. Was? Hier. Ich habe sogar 4. Nee. Doch, 2 habe ich. Ich mache noch eine rein. Beziehungsweise erstmal hiervon wieder 2. Zack, zack. Denn es scheint doch nötig zu sein. Wenn ich hier 2 komplette Zivilisationen davon quasi ernähren will. Plopp. Ja. So. Fertig, haben wir alles. Ein großer Moment für uns alle. Dann noch einmal diesen hier. Ich bin ziemlich sicher, langsam hier noch was extra zu brauchen. Das reicht dann hier mit Leben nochmal aus. Zack. So, zumindest einer mehr noch. Wobei ich baue bloß 3 eigentlich pro Haus hier, so ist es nicht. So, ein großer Moment für alle, mache ich mal. Expedition kommt zurück, wunderschön, da freuen wir uns. Zack. Da sind wir auch schon. Yeah, ich habe Units bekommen und XP. Ich glaube, ich bin jetzt Level 2 oder so auf dem Uplay-Konto. Ich habe ja kaum Spieler da drauf. Nur die wenigen guten, die es halt nur da gibt. Du hast die Pyrophoria mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Womit ich nicht sagen will, es gibt keine guten Spiele im Ubi-Store. Nur halt wenige exklusive gute Spiele, die mich interessiert haben bisher.
Du hast so. Isabel und dem Empire einen großen Dienst erwiesen. So sieht's aus, ja. Dafür ist Museum irgend... Was? Eine Sequenz! Jetzt kann ich aber auch in den Krieg gehen eigentlich. Ich habe ja jetzt meine Schiffe da und überhaupt... Na egal. Sieht an einer großen Flotte aus. Ist das das... Oha, jetzt wird's aber hier Isabel mächtig. Sarmento. Ihre Majestät fordert Sie auf, von der unrechtmäßigen Aneignung von Prosperity Abstand zu nehmen. Einer Insel, die keinesfalls... Hör schon auf, Archie. Genau. Ist diese winzige Flotte alles, was wir versenken müssen, um unsere Insel zurückzubekommen? Wie ist die denn drauf? Vielleicht muss gar nichts versenkt werden, Eure Majestät. Wer seid ihr, hier ungefragt das Wort zu ergreifen? Das ist eines der Gutkinder, die ich erwähnt habe. Ein wenig nassforsch, aber überraschend hilfreich. Seht, hier der Vertrag für Prosperity und das Tagebuch unseres Vaters. Die Unterschriften stimmen nicht überein. Und jetzt vergleicht es mit einem Frachtdokument unseres Onkels Edward. Er fälschte die Unterschrift, um sich als Vater auszugeben. Dann ist Edward also der Verräter. Wir haben diesen Schwachkopf nie dazu autorisiert, in unserem Namen zu verhandeln. Die Vereinbarung ist hiermit null und nichtig. Dann wurden auch wir verraten. Wir werden uns unverzüglich von Prosperity zurückziehen, Eure Majestät. Dann werden wir heute keine Schiffe mehr versenken. Gnädig. Nicht einmal zur Abschreckung? Ich bedauere, Eure Majestät, aber das wird nicht nötig sein. Nun, in diesem Fall erklären wir, dass Prosperity an die Goodkinder zurückgegeben wird. Als Entschädigung für den Tod des Vaters und um sicherzustellen, dass Miss Sarmento sicher ist vor diesen Perforien. Sie sind mehr als nur ein Ärgernis. Und sie werden das hier niemals akzeptieren. Wir müssen vorsichtig sein. Ich dachte schon fast, wäre jetzt sie zu Ende mit recht, der Isabel. Sache. Aber jetzt, glaube ich, habe ich auch noch ein Ziel vor uns. Aber zuerst kehren wir nach Bright Sands zurück und stellen Onkel Edward zur Rede. Sein Spiel ist vorbei. Es tut mir leid, dass du all das durchmachen musstest, um Gerechtigkeit zu erfahren. Zum ersten Mal in meinem Leben empfinde ich so etwas wie Freiheit. Schön. Und das Spiel ist doch zu Ende? Nein. Die Kampagne meine ich natürlich. Ist ja ein endloses Spiel, aber... Es scheint, du hast Neuigkeiten. Edward war der Grund für unseren Schmerz. Sein Gesicht zu sehen, wenn er begreift, dass wir alles wissen. Edward steckt dahinter? Er ist erbärmlich. Wie auch immer die Strafe ausfallen wird, Edwards Welt liegt schon jetzt in Scherben. Aber mal Kapitel 4 geht doch noch weiter. Ich wollte gerade sagen, es wäre jetzt auch krass gewesen, nach so einer Fail-Folge aber das Spielende zu haben, das hätte nicht gepasst irgendwie ins Bild. Das hätte nicht so die Stimmung Edward gehabt. Edward ist für mich gestorben. Achtung, er wird noch sterben, pass auf, ich sag dir das. Hab ich da was für mein Schiff Edward. Hier dabei? Nee, ne? Ich sagte doch, er ist kein unbeschriebenes Blatt. Nee. Wir werden Edward unverzüglich zur Rede stellen. Ich habe ihm so viel zu sagen. Okay. Machen wir gleich. Kaufvertrag. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Linienschiff Enterprise E macht das natürlich, ganz klar. Hier, yeah. Bitteschön. Aber ich mache mir mal noch so aus Spaß nachvoll doch ein Linienschiff. Das ist eine Schlagzeile. Oh yeah. Habe ich jetzt eine neue Insel oder was auf der anderen Welt? Ja. Es ist zwar natürlich nichts drauf, als abgerissen wurde wieder, aber es ist zumindest eine Insel. Und eine ziemlich hässliche noch dazu. Aber mit Ölquellen ohne Ende. Was doch eigentlich ganz cool sein dürfte. Und mit Fracht, die hier so rumliegt. Da ich hier meine 1. Dann habe ich nicht 2. Nein, habe ich. Intrepid habe ich hier. Okay. Die würde ich auch nehmen. Schiff ist Schiff. Vorsetzen. Hier sind viele laue Schiffe unterwegs, das gefällt mir nicht. Sie sind in Freiheit auf Haben die jetzt Krieg, die beiden? Nicht so wie ich damals. Kann das ja nicht sehen, oder? Unmöglich. Entweder, weil ich jetzt erst gerade gesagt habe, nee. Oder eben... Wir zwei verstehen uns, was? Ich hoffe doch. Oder eben, weil er gerade eben Krieg ist und deswegen das nicht geht. Leicht erhöht. Ein Berg? Ja. So. Sauber. Okay, okay, okay. Soweit ist das schon mal nicht verkehrt. Nein!
Nicht mitnehmen, das ist meins. Komm, Schiff. Intrepid, komm ran. Interpretiere. Was sieht denn überhaupt? Ist das der schwarze Punkt hier oben? Mann, bist du lahm. Ist es nicht. Das ist tatsächlich ein rotes Schiff. Das ist der Pirat, der Böse. Hä, wo? Ach, hier. Ey, ich hab schon auf Maximalgeschwindigkeit. Wie lange was da mal noch ist? Linienschiffe, die Schnecken der Schiffe. Auch mal die dagegen. Wusch, wusch. Aber der auch. Das ist auch eine Fregatte, kann die ein Schiff. Was willst du machen? Oh, guck mal, Wale. Ui. Quiek, quiek. Ja, gut, ich werde wohl nicht quiek machen, aber. Quiek, quiek. Bestimmt ist hier ganz viel Zeug drin, um das hier in den Konter zu laden, um hier ordentlich krass viel. Dinge aufzubauen und so. Baumwollschiff. Stoff. Ich wollte gerade sagen, was ist da nicht richtig? Baumwollstoff, nicht Schiff. Oh, hier ist eine ordentliche Menge Aluhol drin. Kanonskis. Wenn ich Kanonskis kann, mal übertragen. Das bisschen Aluhol auch, brauche ich nicht. Nochmal Kanonen zum Übertragen. Wenn es so reinpasst überhaupt. Ja, doch, geht. Was haben wir dann da noch Schönes? Der Teufel fordert seinen Tribut. Warte mal kurz, bitte. Volle Segel! Hä? Ist er jetzt weg? Oder war es alles Vielleicht war es ja auch alles Bier. Ich habe es automatisch auch genommen dazu. Hier war es nichts zum Bauen. Toll. An die Kanonen. Oh, oh. Oh, hier war. Moralverlust niemals. Das ist aufregend. Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Oh, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Warte kurz. Zwischenprodukt. Aha. Goldbarren. Du hast Gold gemacht. Kann ich doch nicht herstellen. Kommt noch. Alles klar. Bestimmt dann auch bloß später. Heilkunst, Expeditions. Kann ich die ausrüsten? Vielleicht nicht toll. Dann kommt Tortillas weg. Jedenfalls, muss ich ja bestimmt Gold bitte importieren in die neue Welt, alte Welt und dann, komm mal zurück. Und dann eben entsprechend und so Dinge tun. So, was ist hier jetzt los? Gouvernante. Ja, ich spiele auf 1 hier sogar. Ach, ist sie hässlich. Aber okay, ja, machen wir trotzdem. Was machten die Schönes, die Gouvernantentanten? Bedürfnisbonus. Oh, beeinflusst. Gefällt mir. Mit Schule. Okay, aber ich habe doch Schule. Hä? So viele gleichgesinnte Seelen. Auch kann ich die Schule abreißen dafür. Weil ich jetzt gar nicht weiß, wo ich eine Schule habe. Bitter süße Tränen. Ruhe bitte. Ja, toll. Was brauche ich das denn? Ist doch Quatsch. Was soll ich mit sowas? Ich meine, Rathaus ist sowieso voll, aber... Wie gesagt... Aufgrund dessen, dass ich... Das nicht brauche... Ah, nee. Ich habe Kirche geguckt, nicht Schule, ne? Aber Schule habe ich sowieso. Ich meine, die Schule ist doch hier neben. Das ist doch... daneben. Das ist doch totaler Quatsch. Was willst du von mir jetzt? Ein letzter Blick. Oh. Frühzeitig? Oh, toll. Sieht das hier schon? Achso, ja klar. Ja, ein Blick noch. Ich sie bei besonders guter Laune, Direktor? Einfach was sagen. Sah komisch aus. Das geht so nicht. Das muss mit mehr Geld versehen werden und mit Freundlichkeit und Fröhlichkeit für alle. Natürlich wissen Sie, was ich schätze, so kann man es auch formulieren. Ich bin der Einzige, der sowas weiß, genau. Ihr Wächter mit. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Habe ich hier auch ein Wer kann es schon sagen? Rathaus? Weil das könnte ich auch nochmal direkt hier ausrüsten dann. Ihre Leute sind nicht bloß ihre Schachfiguren. Doch, eigentlich schon. Nicht mehr und nicht weniger. Vor allem nicht mehr. Hier, komm. Weniger Brand für die Häuser. Ist wahrscheinlich eh nicht so krass viel. Aber hey, was ist hier los? Ach so, kaputt. Hatte ich das nicht schon längst repariert im letzten Mal? Kommt mir gerade so Déjà-vu-mäßig vor. Hast du schon wieder gebrannt? Glaube ich nämlich nicht. Pass auf, hier nochmal die Expedition. Oh, sie ist weg. Ich hätte gedacht, das wird jetzt da bleiben. Wir können auf guten Wind hoffen, auf mehr nicht. Ja, ist richtig. Nehmen wir die mit. Passt schon. Oh, ich habe so viel nicht davon. Aber wo soll ich es herholen? Ich habe es ja sonst auch nirgendwo. Ab dafür. Die Voyager macht das schon. Ich habe das vorhin noch gesehen, bevor ich zu einer Welt rüber bin, dass ich hier trotzdem noch
was drin hat tatsächlich. Stahl, Ziegel und Holz. Also, was ich hier machen kann auf der Insel auf jeden Fall, ist schon mal Holzfäller. Also ein bisschen für eigene Holzproduktion sorgen. Schiff vom Stapel gelaufen. Das wird trotz allem nicht schaden. Und dann idealerweise noch ein oder zwei Häuserchen bauen.